Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender drin war ein Löwe und ich hatte da auch eine Idee, was ich damit für einen Geschenkgutschein machen will. Wie immer, ihr könnt natürlich auch andere Dateien verwenden für diese Idee. Ich zeige euch das einfach mit der Datei aus dem Adventskalender. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Als ich das heutige Motiv mit dem süßen kleinen Löwen gesehen habe, dachte ich an einen Gutschein für einen Zoobesuch, und zwar einen besonderen Zoobesuch. Ich glaube, es gibt, ich muss da noch ein bisschen recherchieren, aber ich würde behaupten, es gibt die Möglichkeit, dass man tatsächlich einen Tag im Zoo verbringen kann, um da mitzuarbeiten. Natürlich kommt man nicht allzu nah an die Tiere ran, aber es ist mal ein anderes Erlebnis. Und genau dafür wollte ich einen Gutschein machen. Und ich habe hier eine spezielle Tasse, damit das auch nicht sofort offensichtlich wird, weil die ist im kalten Zustand, ist die ganz einfach schwarz, eine schwarze Glitzertasse. Und wenn ich da was drauf sublimiert habe, sieht man das fast nicht, man kann es ein kleines bisschen erkennen durch das Schwarz durch, aber man sieht es fast nicht, wenn man es nicht weiß. Und wenn da dann ein heißes Getränk drin ist, zum Beispiel heißes Teewasser oder so, dann wird diese Tasse weiß. Und dann kommt das Ganze zum Vorschein, was quasi drauf sublimiert wurde. Der Henkel nicht, weil der bleibt ja kühl, aber der Rest wird so ziemlich fast bis an den Rand, wird der weiß. Und dadurch sieht man eben dann das Motiv. Und genau das wollte ich machen. Das heißt, den kleinen Löwen auf eine Seite und dann einen Spruch passenden auf die andere Seite. Dafür muss ich jetzt kurz erst das Design vorbereiten. Ich habe hier auf Canva schon mal das Bild reingeholt. Da bin ich ganz einfach. Ich habe die Datei von Mia vom Stickherz, habe ich ganz einfach das PNG genommen und habe das in meinen Fotos gespeichert. Und hier konnte ich dann über Fotoalbum das hervorholen. Kann da gar nicht drauf drücken, sonst seht ihr schon ein paar Sachen, die ihr gar noch nicht sehen dürft. Genau, und dann gucke ich mir hier kurz die Größe an. Also ich will natürlich, dass das auf der Tasse Platz hat. Ich würde mal sagen 7 cm. Also ist das Hauptding, also darf das ruhig 7 cm sein. Schlösschen ist zu, ich sage hier 7 cm. Wunderbar. Haben wir das schon mal. Und dann will ich auf der anderen Seite von der Tasse will ich ein kleines Abenteuer der besonderen Art. Hier habe ich für das Abenteuer habe ich Shadow Script als Schriftart und da könnt ihr ganz einfach über Text hier sagen Textfeld hinzufügen, dann etwas schreiben und dann könnt ihr hier oben eben die Schriftart anpassen. Das Shadow Script und hier das ist Amatic SC. Ich mag es ganz einfach. Diese Kombination von wegen, dass ich etwas habe, was eher eine Kalligrafie-Schrift ist und dann was, was eher simpel gehalten ist. Und ich dachte mir, ich schreibe hier für ein kleines Abenteuer der besonderen Art. Weil es ja dann schon etwas Besonderes ist. Mal gucken, wie ich das platziere am besten. Nee, eigentlich mag ich es, wenn das alles so ein bisschen ausgemittelt ist. Jetzt muss ich kurz gucken, wie viel Platz ich dafür verwenden will, von der Breite her. Die Höhe wird nicht das Thema sein, aber die Breite. Würde sagen, ich gehe da Maximum auf 10, sagen wir 9. Ich nehme 9 cm. Jetzt mache ich mir als Hilfestellung hier kurz über die Elemente, mache ich mir ein Viereck rein. Sage hier bei dem, das soll
10 cm breit sein. Und so kann ich das quasi ausmitten. Gib dem kurz eine andere Farbe, das geht so nicht. Weiß passt. Oder hellgrau. So. Jetzt. Ich würde sagen, so passt das. Mal gucken, ob ich das sogar duplizieren kann. Würde sagen, so passt das. Weil dann kann ich gleich zwei Designs auf einmal ausdrucken. Das mache ich, das heißt, ich lade das kurz hier als Bild runter und drucke das dann mit meinem Laptop kurz aus. Und dann bin ich gleich wieder zurück bei euch. Ich habe die Tassenpresse schon mal die richtige Mannschaft da reingemacht. Das ist die 11 bis 15 Unzen. Dann gucke ich hier den Anpressdruck. Passt eigentlich gerade. Wunderbar. Zum Aufheizen muss natürlich eine Opfertasse rein. Ich habe bei meinen Sachen, die ich als Opfertasse verwende, mit einem Archivstift einfach ein Kreuz unten gemacht. Die sind auch in einer separaten Schublade quasi. Und so kann ich die jetzt einstellen bei Yasando, wo ich die Tasse gekauft habe, plus auch die Tassenpresse. Wird mir auch angegeben, wie die Einstellungen sein müssen. Nämlich habe ich bei der Standtemperatur 150, Printtemperatur 180 und 120. Scheint vom letzten Mal noch genau richtig zu sein. Von dem her kann ich die jetzt einfach aufheizen lassen und in der Zeit werde ich auch meine Tasse kurz vorbereiten. Ich habe das gedruckte Motiv und zwar, wenn ich da etwas habe, wo nicht ganz klar ist, wie die Orientierung ist, mache ich hinten drauf mit einem Bleistift einfach kurz eine horizontale Linie, weil dann erkenne ich am besten, wenn ich das dann zerschneide, wo die horizontale Ausrichtung stimmt dann. Und Bleistift überträgt sich halt nicht mit der Sublimation. Das ist das Gute daran. Jetzt kann ich mir zwei Motive davon kurz ausschneiden. Und ich habe das natürlich gespiegelt ausgedruckt, ne? Dann brauche ich hitzeresistentes Klebeband. Die muss natürlich vorher einmal abgewischt werden, damit da keine Fussel drauf sind. Das habe ich schon gemacht. Jetzt muss ich kurz gucken. So hört man sie in der Regel. Ich glaube, ich mache auf der Seite den Löwen drauf. Und ich stelle das jeweils so vor mich hin, damit ich das gerade sehe. Und jetzt hilft eben auch diese horizontale Linie. Dann versuche ich das so ein bisschen mittig auf die Tasse festzukleben. Hier kurz ein bisschen Gas geben, weil die Presse eigentlich schon fertig aufgeheizt hat. Einfach gucken, dass das schön satt auf der Tasse liegt.
Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Dann Backsteinpapier ringsherum. Es hilft, wenn ihr quasi das Ganze zuerst vorbereitet und dann die Maschine einschaltet. Aber nun ja. So, jetzt kann ich das hier reinmachen. Gucken, dass das schön mittig ist. Auf die Finger aufpassen, weil das wird richtig heiß. Wir sprechen hier von 180 Grad. Und nicht erschrecken, die Temperatur geht zuerst runter, weil die Tasse natürlich kühler ist. Und dann geht sie langsam wieder hoch und die Presse beginnt erst dann zu zählen, wenn sie die Presstemperatur erreicht hat von 180 Grad. Dann kann ich die Tasse rausnehmen, wenn er gepiepst hat, und dann die Opfertasse zum Abkühlen auch wieder reinmachen. Ihr seht jetzt auch, dass die weiß geworden ist. Ich nehme jetzt hier das Ganze schon weg, nur der Henkel, nicht der schwarz, das heißt, der ist auch nicht heiß geworden. Mal das Backtrennpapier. Und wenn ihr das löst, während das noch heiß ist, guckt einfach drauf, dass ihr einmal abzieht und dann nicht wieder das Ganze drauf fallen lässt. Lasst. Deutsch ist heute schwierig für mich. Natürlich ist es besser, wenn man die einfach stehen lässt und auskühlen lässt, aber ich wollte euch einfach kurz zeigen, wie das aussieht, wenn es eben heiß ist. Das heißt, so würde es auch aussehen, wenn ein Getränk drin ist. Hier der kleine Löwe und hier wirklich super detailliert der Spruch. Lasse ich die auskühlen und dann seht ihr auch, dass die einfach wieder schwarz wird. So, ich habe die Tasse abkühlen lassen. Von Weitem erkennt man nicht viel. Wenn man sich es genauer anguckt und auch so gegen das Licht ein bisschen hält, sieht man es dann aber schon, dass da was drunter liegt. Aber ich denke, das ist auch einfach, weil wir wissen, dass da was drunter liegt. Und nur so ein kleiner Hinweis, guckt wirklich, also macht das nicht so wie ich hier mit der Pinzette, da so robust das abzuziehen, weil ich hatte da nachher tatsächlich weiße Fehlstellen, die ich ja kurz ein bisschen mit dem Stift versucht habe zu überdecken. Aber ja, lasst es auskühlen und zieht das Ganze ab, wenn das dann kühl ist und ihr die Tasse auch berühren könnt. Das ist mein Tipp. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr so eine Tasse sublimieren könnt mit einem Überraschungseffekt. Ich habe das wirklich auch schon einem Freund geschenkt und der hat dann so ein bisschen erlegt, dass da drunter was gedruckt ist und hat sich zuerst wirklich über die Glitzertasse gefreut und hat dann erst gemerkt, dass da wirklich was drunter ist. Von dem her ist wirklich eine coole Sache, sowas zu verschenken und eben mit dem Sublimationsdruck bekommt ihr hier wirklich super schöne Ergebnisse hin. Wenn die Frage kommt, ob ich das auch mit der Infusible Ink machen kann, also gerade so dermaßen kleine Elemente, das bekommt ihr nicht geschnitten, weil das ist ja ein hartes Papier, wo das da drauf liegt. Von dem her wäre das schon eher etwas für den Sublimationsdrucker. Hier dieses Motiv könnt ihr probieren. Ich denke, teilweise könnte es funktionieren. Gerade so die kleinen in der Mitte bin ich mir nicht sicher, ob ihr sowas wirklich geschnitten bekommt. Also ich würde mal sagen, das ist eher ein Projekt für den Sublimationsdrucker. Aber
Das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen, dass ihr da selber auch Lust habt, sowas auszuprobieren. Und natürlich auch, dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! We'll be chillin' and having a good, good time.